Hallöchen meine lieben Pikachus, was geht ab euer Beats? Heißt euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es sieht ganz komisch aus hier hinter mir, ja das stimmt. Es gibt heute eine Custom Map, die heißt einfach nur 4. Einfach nur 4 und es gibt keinen Schnickschnack, nichts Großartiges drumherum. Es geht einfach nur um diese eine 4. Und was es mit dieser 4 auf sich hat, werdet ihr jetzt gleich sehen, wenn ihr dran bleibt. Falls ihr mich unterstützen wollt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert kostenlos meinen Kanal, um keine weiteren Minecraft-Videos zu verpassen. Morgen geht es wahrscheinlich weiter mit einer weiteren Folge Trap House OP Battle. Also, falls ihr die sehen wollt, Like da lassen, abonnieren und natürlich auch kommentieren. Für wen seid ihr bei der WM zum Beispiel? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und wie gesagt, liken, falls ihr Trap House OP Battle morgen sehen wollt. Wir sehen uns jetzt bei dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go! Okay, ich habe schon sehr viel gelabert, Leute. Aber wir legen jetzt auch schon los. Also, hier steht der Name 4. Eine Minecraft-Map von CrazyCowMM ist eine relativ bekannter Map-Erbauer. Rules, ihr seht schon, auch nicht viel, einfach nur ein Smiley. Dann gibt es hier Links zu seinen YouTube, Twitter und so weiter. Und hier ist wahrscheinlich der Start-Button. Ich drücke einfach mal drauf. Aber es passiert rein gar nichts. Okay, das heißt, ich muss also irgendwie anders versuchen, hier rauszukommen. Okay, nachdem der Button jetzt gedrückt worden ist, ist hier tatsächlich wirklich nichts. Ist das so gewollt? Hier ist einfach nichts in dem Raum. Ich kann auch nichts rechts klicken oder so. Rein gar nichts. Hä? Okay, war das gerade schon lila? irgendwie kommt mir die Farbe ganz komisch vor. War das gerade schon lila? Ach, aha. Vielleicht habe ich hier schon was erkannt. Vielleicht muss ich den ganzen Weg lila machen. Ja, und das war's. Okay, und jetzt klappt das nicht mehr, alles klar. Hier ist wirklich wieder nichts. Die Farben sind sehr komisch. Ich finde, das ganze, ja, die ganze Textur und alles sieht sehr, sehr komisch und, ja, gewöhnungsbedürftig aus, sage ich mal. Und hier ist auch nichts außer dieser einen Kiste. Oh mein Gott, ganz komisch. Das sieht aus wie eine Kiste. Und wir haben hier eine 20, ein Sternchen, eine 4, ein Gleich. Und eine 5. Oh, die hätte ich, glaube ich. Ich lasse es mal lieber da drin. Ich glaube, ich soll das gar nicht halten. Das soll nur irgendwie einen Satz aussagen. Also 20 mal 4 gleich 5. Warum 20 mal 4 gleich 5? 20 mal 4 sind 80. Aber wieso steht hier gleich 5? Oder muss ich es so umstellen, dass das Ergebnis irgendwie passt? Dann wäre es ja. Moment, 4 mal 5. So vielleicht. Ja, es hat geklappt. Oh mein Gott. Alter, wie komisch das aussieht. Ich komme gerade gar nicht klar, Leute. Wo sind wir hier und was machen wir hier? Alter. Okay, aber bis jetzt bin ich gut klargekommen mit den Rätseln. Mal gucken, ob ich hier irgendwas rechtsklicken kann. Nee, scheint nicht so zu sein. Diese Farben machen einen wirklich ganz verrückt. Also, man guckt in die Richtung. Guckt euch das mal an. Ich sehe einfach nur so einen Hintergrund, einen grauen Hintergrund. Jetzt mache ich meine Hand wieder hin. Und das war's. Außer die Buttons, oder den Buttons, gibt es hier nichts. Vielleicht sind die schwarzen Teile noch irgendwas. Ich habe immer das Gefühl, dass ich doppelt und dreifach drauf drücke, aber es passiert nichts. Und wenn ich nochmal drauf drücke, passiert irgendwas, aber hier scheint wirklich nichts zu sein. Die Frage ist, soll ich jetzt alle Knöpfe drücken oder soll ich es lassen? Ich bin ganz überfragt, Leute. Mit welchem fange ich überhaupt an? Oh, Leute, ich habe Angst. Ich will nicht, dass irgendwas Komisches passiert. Okay, die Frage ist, was machen wir jetzt? Wo fangen wir an? Mit welchem Button fangen wir an? Wie fangen wir an? Und sollen wir jeden Button nur einmal drücken oder zweimal oder viermal oder fünfmal? Ich habe keine Ahnung, Leute. Null Ahnung. Boah, was machen wir? Okay. Ganz viele sogar. Ich habe alle gedrückt und bin im nächsten Raum. Was? Okay, ich komme gerade irgendwie gar nicht klar. Ich weiß nicht, was das Ganze hier auf sich hat. Ich drücke mal wieder hier einen Button. Ah. Okay. Also er hat mich gerade gefragt, so, warum ich das Ganze überhaupt mache, warum ich versuche, Puzzle zu lösen. Oder, ja, ist das, weil ich einen Grund habe oder einfach nur, weil die 4 so komisch klang und so. Aber es ist tatsächlich, hat mich interessant gemacht, warum die Map einfach nur 4 hieß. So, was geht denn hier noch so? Irgendwie gar nichts. Also ich habe vieles schon gedrückt, das ist der Button. Da kommt wahrscheinlich wieder der Text, ne? Ja. Ach so, doch, er erzählt noch was anderes. Okay, er hat gemacht, er hat mich gefragt, wozu ich überhaupt diese 4 Puzzles gelöst habe. Die waren ja auch nicht wirklich interessant. Ich drücke noch einmal drauf, was passiert jetzt? Okay. Ich drücke nochmal drauf. Und was kommt jetzt? Noch was. Okay, der Map-Erbauer schwört, dass hier nichts weiteres ist
als diese vier Puzzles. Und das kann ich mir auch irgendwie vorstellen. Hier meint er, es ist nichts Interessantes hier an der Map. Und irgendwie geht's auch nicht weiter. Ich drücke einfach nochmal den Knopf. Okay, er hat nochmal gesagt, dass es wirklich nichts hier gibt. Aber es gibt ja anscheinend noch was. Er hat jetzt eine Tür hinter mich, hinter mir hingesetzt. Wahrscheinlich genau da. Und hat nochmal geschrieben, dass wirklich nichts anderes dort ist. Was passiert, wenn ich den Button jetzt nochmal drücke? Gar nichts. Okay, dann muss ich jetzt mal hier rauslaufen. This way. Okay. Okay, er sagt mir wieder was. Und dreimal dürft ihr raten, was er jetzt gesagt hat. Natürlich, dass es nichts weiteres hier auf der Map gibt, wie schon die ganze Zeit. Und ja, hat gefragt, ob ich ein Perfektionist bin. Einer, der alles quasi zu Ende bringen muss. Ich laufe einfach mal weiter. Hier sind nämlich noch ein paar Schilder. Aber hier scheint wirklich nicht mehr zu sein. Ich bin gespannt. So, was haben wir hier? Lobby Reset und Color Concrete. Okay, hier geht es aber auch nochmal weiter. Aha, was ist das? Er sagt, bist du dir sicher oder denkst du wirklich, dass hier ein paar versteckte Secret-Geheimgänge oder so mehrere Level anlocken können? Du bist so falsch, hat er gesagt. Ich laufe einfach mal weiter, so, was soll ich machen? Ich hoffe, ich finde noch irgendwas anderes hier. Ist hier was um die Ecke? Nee. Irgendwie ist es hier nur ein ganz, ganz komischer Gang mit keinem Inhalt. Okay, er sagt noch was. Er sagt nochmal, dass es wirklich nichts gibt. Aber mittlerweile glaube ich nicht. Also ich glaube, er will mich nur ein bisschen, führen und ein bisschen mit mir spielen. Und er sagt, es ist eine Zeitverschwendung. Und ich soll umdrehen, sonst bringt er mich zum Umdrehen. Und das ist nicht so gut. Aber ich drehe nicht um. Ich muss weitergehen. Ich muss gucken, was hier noch wirklich kommt oder kommen kann. Okay, hier hinter ist nichts. Ich bin mal ein bisschen vorsichtig. So. Jetzt haben wir hier einen langen Gang. Oh mein Gott. Und ich kriege auch langsam Hunger. Also, aufpassen, Beats. Okay, da hinten ist was. Sieht aus wie das Ende einer Map. Nee, oder ist einfach nur ein schwarzer Block? Ja, ist einfach nur schwarz. Okay, er weiß, dass ich hier die Map exploren will und ich soll umdrehen. Oder er bringt mich zum Umdrehen. Ich weiß es nicht. Soll ich versuchen, nochmal zurückzulaufen? Oder, weil hier komme ich ja irgendwie nicht durch. ich habe keine Ahnung. Ich versuche noch... Oh. Obwohl, ja, das buggt ja halt so, ihr seht es ja selbst, es macht ja im Prinzip keinen Sinn, das die ganze Zeit neu zu versuchen, weil hier komme ich sehr wahrscheinlich nicht durch und das sieht ganz, ganz verwirrend aus, Alter, mein Kopf ist ganz kaputt davon, ich komme einfach nicht weiter, ich laufe, aber dieser schwarze Raum da hinten, der bleibt einfach die ganze Zeit so weit weg. Aber was soll ich sonst machen? Ich habe keinen Plan. Okay, Moment. Wir müssen uns das überlegen. Ich kann nicht nach vorne. Das heißt, ja, der Map-Bauer hat mir auch gerade gesagt, ich soll umdrehen und nach hinten gehen. Aber ich will eigentlich nach vorne. Ich will nicht nach hinten. Okay, ich würde sagen, wir verlassen mal dieses schwarze Ding da und versuchen, nach hinten zu gehen. Vielleicht finden wir dort ja was. Moment. Es geht weiter. Okay, ich denke oder bin die ganze Zeit mit der Angst hier unterwegs, dass sich irgendwas geändert hat. Sei es eine Falle oder irgendwas anderes, eine Wand, dass ich hier nicht durch kann. Was passiert hier? Okay. Komme ich jetzt einfach nur wieder raus, da wo ich gerade herkam? An die frische Luft oder so? Das wäre nicht schlecht, würde ich sagen, aber... Nee, irgendwie ist hier gerade gar nichts. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Es passiert wirklich nichts. Doch! Doch, 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 hier ist das Ende. Und? Was? Ich komme hier nicht hoch. Okay, krass. Hier sind unsichtbare Blöcke oder so. Ich komme hier nicht hoch. Die waren da vorhin noch nicht. Ich meine, ich kam ja von oben her. dann laufe ich nochmal zurück und versuche irgendwie anders da durchzukommen. Weil sonst war hier ja nichts. Oder habe ich irgendeinen Button übersehen? Ich meine nicht. Okay, wir stellen uns jetzt der Todeswand hier, Leute. Wir müssen uns dieser Todeswand hier stellen. Okay, irgendwie muss ich jetzt hier durchkommen. Kommt, Leute, bitte, bitte, bitte. Lasst mich doch hier einfach nur durch. Und natürlich macht er das. Oh doch, ich bin hier durchgekommen. Oh mein Gott, sollte ich hier durch? Oh mein Gott. What? Was? Oh mein Gott. Das Ende. Oder ist es das wirklich? Okay. Und jetzt? Ist hier irgendwie gar nichts. Ist hier nur schwarz, Leute. Moment, hier kann dann... Es kann irgendwie... Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich das Ende ist. Es ist nämlich ganz, ganz komisch. Aber anscheinend bin ich in einem kleinen Raum eingefangen und... Oder eingesperrt und... Hier gibt es wirklich nichts mehr. Ich glaube, wir haben es... Oh mein Gott, jetzt wird es auf einmal so hell. Ich glaube, wir haben es wirklich geschafft, Leute. Das war das Ende. Wir haben die Map beendet. Yay. Alter, sieht das komisch aus, wenn ich hier so rumstehe. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Meine Ohren sind weg, dadurch, dass der schwarze Hintergrund so...
gleiche Farbe hat wie meine Ohren. Das sieht gruselig aus. Ich habe einen komischen Kopf. Leute, falls euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben nicht vergessen. Ich würde mich sehr über neue Abonnenten freuen. Also auch kostenlos abonnieren. Und ansonsten gerne in die Kommentare schreiben, was euer Herz so begehrt. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Habt einen wunderschönen Tag. Euer Beats.